Sali und grüezi miteinander. Es wird Zeit, dass ich duschen gehe. Genau. Und ich habe einige Produkte, die ich sowieso testen wollte, mit euch zusammen. Und das werden wir heute tun. Und es sind zwei Produkte, die ich sicher mit unter die Dusche nehmen werde. Ich habe hier nämlich von der Marke, ich bin mir nicht sicher, Just Love, ob das die Marke ist. Keine Ahnung. Ein Duschmus, Showermus Sea Breeze. Und ja, ich werde es jetzt endlich mal öffnen und testen. Ich finde, das klingt eigentlich gut. Es hat einen Peeling-Effekt, das habe ich jetzt gar nicht gesehen vorher. Oh. Oh Leute, ist das schön, aber so wenig Inhalt. Und ja, Sea Breeze. Wenn ich jetzt daran rieche, ich bin ehrlich, es erinnert mich gleich an WC-Reiniger. Ja, und das, ich spüre es jetzt schon, also ganz, ganz minimal Peelingkörner darin. Ja, das wird schon klappen. Ich werde das nutzen unter der Dusche für mein Oberkörper. Genau. Und gebe euch nachher meinen Senf dazu. Was habe ich dort? Steht der Preis noch drauf? Das habe ich meinem Rossmann gekauft für 4,99 Euro. Dann hatte ich in einer Abo-Box, ich weiß nicht mehr wo, ich habe es nicht aufgeschrieben, von Baya Paris Tropic Shot Exfoliation Puder Corps Body Powder Scrub. Also eigentlich nochmal ein Peeling, das werde ich dann für die Beine nutzen. Es ist mit Kaffee, Kokosnuss und Castoröl. Ich weiß nicht, was Castoröl ist. Es ist ein Pulver. Ich werde schauen, wie viel Sauerei das Ganze hinterlässt und gebe euch nachher mein Feedback dazu. Genau, ciao, Kakao. Da bin ich wieder, Leute. Und, also, erstens das Baya Tropic Scrub. Ich habe es nicht ganz aufgebraucht. Ja, es ist ein Peeling und ja, es ist eigentlich gefühlt Kaffeesatz. Was soll ich sagen? Es klingt bescheuert, aber Peeling-Effekt super. Duft finde ich auch okay, es riecht sehr stark nach Kaffee. Nur, und darum sage ich bescheuert, es macht eine Riesenschweinerei in der Dusche. Und klar, du bist ja in der Dusche, du kannst ja all das Zeugs runterspülen, aber ach, ich weiß nicht. Es macht mir keinen Spaß aufzutragen. Deshalb, wie gesagt, ich habe nicht alles gebraucht, aber wirklich Peeling-Effekt, gerade für Beine, hat mir super gefallen. Grobkörnig, ich mag das scharf, damit man es spürt und ja. Aber leider Schweinereiprodukt, also für mich jetzt eher ein Flop-Produkt. Dafür, Leute, Leute, das ist beinahe, es ist nicht Musik, sondern wie eine Butter mit Peeling-Effekt. Und Leute, der Peeling war genial! Ich weiß nicht, oh, ich glaube nicht, dass es ein Salzpeeling ist. Und Leute, obwohl Sea Breeze steht, es schmeckt überhaupt nicht nach Klo-Badreiniger, sage ich jetzt mal. Und es fühlt sich extrem nährhaft auf der Haut an, da es eben butterig ist. Also deshalb, ja, da bin ich jetzt wirklich überrascht. Ja, wirklich, gefällt mir sehr. Ich überlege jetzt gerade, nein, ich werde mich jetzt mal kurz anziehen und wir kommen nachher zu dem Produkt. Ciao! Da bin ich wieder und angezogen, Leute. Habe ich euch schon gesagt, dass es bei uns geschneit hat? Oh, schön. Ich finde das so schön, ehrlich. Ja, was ich jetzt möchte, ist die Hedgehog Nur Shining Hair Mask. Helps Replenishing Condition Dry Damaged Hair. So, mein Englisch, ne? So sieht sie aus. Und ich weiß nicht mehr, wo die war. Ich denke in einem Adventskalender. Ich weiß es nicht mehr. Es steht nicht darauf. Und es ist wunderbar, denn es steht alles auf Sprachen, die ich nicht wirklich verstehe. Aber ich denke, es wird dasselbe sein wie immer. Haar vorgewaschen, Turban drauf, halbe Stunde drauf lassen und dann nochmal ausspülen. Das werde ich jetzt tun. Es sieht aus wie Banane. Na, ne? So viel kann ich auch sagen. Und es riecht nach Banane, Leute. Und es ist wirklich ein Bananenblattmotiv. Schön. Nicht schön verarbeitet, aber schön.
Und ja, ich muss es tatsächlich zuerst noch etwas aufschneiden. Manchmal denke ich, eine Riesenbirne, was die Leute so besitzen. Ja, dann werde ich hier mal in Streifen aufschneiden, damit ich das Ganze ja auch anziehen kann. Ne, ne, ne. Jetzt, Leute, kommt meine eigene Technik. Okay, ich spüre schon das Gehen. Es ist so rutschig, Leute. Wow. Also man kann nicht sagen, dass es zu wenig getränkt wäre, ne? Überhaupt nicht. Ich habe ich mich frisch angezogen. Ich möchte das nicht. Bäh. Habe ich mir gerade an die Nase gestrichen. Es ist eine riesige Haube, Leute. Das macht es nicht einfach, dass du nachher das ganze Serum an der Hand hast. Das ist der Klebi. Ja. Also, Produkt ist darin und es riecht dezent nach Banane. Also okay. Ich glaube, ich habe alles drin, ne? Ohren raus, damit ich was höre. Das tue ich. Und wir sehen uns wieder ganz einfach. Bis nachher. So, Leute, da bin ich wieder. Ja. Die Maske selbst ist gut gehalten. Die Haube ist nicht verrutscht. Jetzt nur beim Auswaschen selber schon. Von dem spreche ich, ne? Muss ich jetzt schon sagen, mit einem Conditioner oder mit einer Haarmaske fühlt sich mein Haar eigentlich besser oder anders an. Ich mache den Härtetest und auch hier merke ich schon, ich weiß, man sollte nasse Haare nicht unbedingt kämmen, aber bei anderen Produkten kann ich einfacher durch mein Haar gleiten. So hätte ich das jetzt gesagt. Jo. Ich kann es kämmen und so weiter. Ich überlege mir, ich denke, ich werde nachher mein Haar kurz föhnen, damit ich es richtig beurteilen kann. Denn ja, es ist doch nochmal was anderes, wenn das Haar trocken ist. Das werde ich jetzt tun und dann komme ich halt nochmal. So, Leute, ich habe mein Haar, ich sage jetzt mal, angeföhnt, das ist nicht ganz trocken, aber hier schon. Ja, klar, jetzt sieht das Haar wunderschön aus, weil ich es auch geföhnt habe, ne? Aber, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, es hat nicht enorm viel getan, wenn ich es jetzt anfasse. Ich finde es im Gegenteil eher etwas strohig. Also, ja. Gut, wir werden nachher das nächste Produkt testen. Für das muss ich euch ein wenig anders einrichten. Also, kleiner Cut und neues Bild. So, Leute, spezielles Bild, ne? Das nächste, was ich mit euch testen werde, und ich hoffe, das geht alles mit dem Licht, sind diese Nagelfolien von Trend It Up. Und ja, ich weiß nicht. Ich dachte mir eben für ein Test ideal. Ich bin gespannt, ob das was wird. Du hast ja verschiedene Größen. Und ja, da bin ich schon mal gespannt, ob das hinhaut. Wir werden es sehen. Also, mein Nagel ist schon vorgereinigt, da ist nichts mehr drauf. Das scheiden Sie, das sollte man machen. Dann entscheide ich mich jetzt einfach mal, da habe ich sogar noch Glitzer darauf, seht ihr das? Egal. Das sind zwei. Okay, das ist ja schon mal schön. Ich werde jetzt einfach mal den Nagel mit euch zusammen machen. Und ja, also. Man nehme die Folie weg. Man nehme das weg. Ich kann es mir so nicht vorstellen, dass das was ist.
Da fängt schon an, ne? Okay. Und dann? Drauf ist er. Viel zu lang. Und laut dem Bild. Aufkleben, nach dem Abziehen die Nagelfolie mittig auf den Nagel setzen. Wichtig ist es dabei, einen kleinen Abstand zum Nagelhaut zu lassen. Die Folie von der Mitte nach außen hin sorgfältig ablösen. Da haben wir noch was drauf. Okay, ich verstehe es noch nicht, Leute. Wie soll ich jetzt bitte die Folie hier erwischen? Ja. Leute. Nach dem Abziehen die Nagelfolie mittig auf den Nagel setzen. Wie gehört das habe ich? Die Folie von der Mitte nach abziehen. Die Folie von der Mitte nach außen hin sorgfältig abziehen. Die Nagelfolie mittig auf den Nagel. Wichtig ist. Die Folie von der Mitte nach abziehen. Was heißt das? Leute, sollte es hier noch eine Schutzfolie haben oder was wollen Sie mir sagen? Ich sehe hier noch keine andere Folie. Ich werde es mal versuchen abzufeilen, weil das ist das, was Sie eigentlich sagen. Okay. Ich sehe nicht die Folie, von der Sie sprechen. Vielleicht finde ich es jetzt raus. Ich werde jetzt mal schauen. Okay, das funktioniert schon mal. Aber was für eine Folie? Ist hier wirklich noch eine Folie darauf, Leute? Anfühlen tut es sich schon so. Seht ihr mich überhaupt? Ja. Leute, Leute, Leute. Ich bin für das zu blöde. Ich denke, das war's. Also ich erwische keine Folie mehr. So sieht's aus. Jetzt sollte man oder könnte man noch einen Topcoat darüber machen, damit es hier auch versiegelt ist. Ja. Ich denke, ich werde jetzt mal... Es sieht schon cool aus, Leute, echt. Komm, ich mach den Rest, hol euch hinzu, wenn ich fertig bin, dann sehen wir noch, uns noch mal. Bis dann. So, Leute, ich weiß nicht so recht. Es hat geklappt, würde ich sagen. Und es sieht okay aus, aber beim genauen Hinschauen, ich weiß nicht so recht. Es ist eine schnelle Variante, um verschiedene oder einfache Styles hinzukriegen, das ist so. Aber ich finde auch, es fühlt sich sehr schwer auf meinen Nägeln an. Spielerei, würde ich sagen, Gag-Spielerei. Wie gut das hält, kann ich euch jetzt so nicht sagen. Das wird der Alltag zeigen. Ich habe ungefähr 3 Tage Zeit, bis es wieder runter muss, dann muss ich wieder arbeiten, ne? Ja, spaßig, würde ich sagen, aber für mich sicher kein Nachkaufprodukt, ja. Nun habe ich meine 4 Produkte mit euch getestet und ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wünsche euch von Herzen alles Gute, alles Liebe und sage ganz einfach Tschüss!